So, neuer Run, neue Stories, Chat. Alles, was gerade passiert ist, vergessen wir. Alles, was passiert ist, vergessen wir. Das ist scheißegal, was gerade war, okay? Das war nur Aufwärmung. Jetzt kommt der richtige Run. So ist das Leben, Chat. Isaac gibt, Isaac nimmt, okay? Ist Virgo das gute Pillen-Item? Ja! Also, ne, ihr wisst schon. Wie heißt es nochmal? PhD? It's in the game? Ja, okay, geil. Schon mal besseres Item als im letzten Run. Ich meine natürlich, neue Run, neue Stories. So. Die Girlings. Oder wie ich sage, Spaß. Hä, BFF war doch super. BFF hat mir meine Run versaut. Am Ende. Okay, solider Start, Chat. Ich sabbere schon. Solider Start, oder, Chat? Vielleicht in den Shop noch irgendwie reinkommen? Und, ihr wisst schon, eine Pille holen oder so? Ich habe jetzt nur noch gute Pillen. Das ist schon an sich ein guter Start, nur gute Pillen zu haben. Der Eisegott hat's gehört. Noch eine Bombe und ich hätte den auch noch sprengen können. Yo, Kyoshi, Frog. Ribbit. 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 Dankeschön für den Raid. Was geht ab? Hieß es schon immer Frog hinten? Ich bin so verwirrt. Nee, erst seit ein paar Monaten. Ah. Ah, damit der Unterstrich weg ist. Ah. Mir gefällt dein neues Gewand. Okay, ja, wir machen gerade ein bisschen Isaac. Ich versuche gerade aus dem Loch rauszukommen, das der letzte Run in mir verursacht hat. Aber ihr kennt ja alle Isaac, ne? Haben auch Isaac gemacht, lief gut 4 Runs geschafft in 2 Stunden. Okay, der Flex. Ja, ich denke mal, wir nehmen den Sack. Hm, hätte auch besser laufen können. Naja. In 2 Stunden machen wir 1,5 Runs. In 2 Stunden machen wir 1 Run. Wieso nicht Bibel, weil ich die nicht brauche? Ich bin gottlos. Gottlos, scheiße. Ich habe halt gehofft, dass im Sack vielleicht eine Bombe drin ist. Und mit der Bombe ich noch mehr Geld holen kann. Bibel gibt Herz. Aber auch wenn, ich bezahle keine 15 Münzen für ein Herz. Never ever. Never ever. Never. Ich meine, ich habe gerade 7 Münzen ausgegeben für Trash. Aber hey.
Ja, ich meine auch nicht, dass es ein Bibelherz gibt. Wäre mir neu, aber... Schorpik! Blaues günstiges Herz und Challenge und Damage up. Stimmt, Gamba vergessen, Chat. Gambare! Ja, dasselbe wie beim letzten Run, Chat. Ziel ist wieder The Lamp, ne? Ja, Satanic Bible gibt halt ein schwarzes Herz, aber die neue Bibel, die gibt ja an sich nur Fliegen und tötet halt Muri. Das mit dem Herzen wäre mir neu. Ich brauch Geld! Nicht das, ich brauch Geld. Da ist Geld. Ich muss leider belieben. Ja, solltest du lieber. Für dein eigenes Wohl. Maybe hat das jemand verwechselt mit der Bibel wegen Seraphim-Transformation. Seraphim-Transformation, also Bibel trägt zu der Transformation dazu bei? Das hatte ich ja noch nie gehabt, Leute. Damit kill ich mich selbst, oder? Aber ich habe noch nie einen Run damit gemacht auf der PlayStation. Also why not, ne? Ja, Chat, ich habe jetzt keine Tränen mehr. Jetzt schieße ich Bomben. Mit denen ich mich selbst killen werde. Wie kommt man eigentlich zu den neuen Bossen nach Chest? Nach Chest ist eigentlich schon vorbei. Es gibt nur noch Megasatan in Chest. Aber Chest ist letzte Ebene. Ja, Delirium. Okay. Das ist aber halt Luck. Der Main-Weg zu Delirium ist ja eigentlich über Hush, so gesehen. Aber Delirium ist halt 30%, glaube ich, Chance, dass das Portal spawnt nach dem Chest-Boss. Und 50% beim Mega-Satan. Lippenstift. Nee. Lohnt sich nicht. Nee. Nee. Auf einmal Hund geworden. Ja, nimm. Nee, nehme ich nicht. Wo ist der Super Secret Raum? Wo ist der Super Secret Raum? Wo ist er bloß hin? Bringt Damage ab überhaupt was, Chat? Bei den Bomben? Aninchen, dankeschön! Für 3 Monate, vielen Dank! Ja? Okay. Also das skaliert auch, okay. Bomben waren ja irgendwie Multiplier-Damage von deinem normalen Damage, oder? Bei dem Shit, glaube ich. Irgendwie eine Bombe macht dreifachen Damage von deinen Tränen oder so. Hier ist er, ne? Da ist er! Ich hab nur gute Pillen. 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 I found pills. Was ein starker Start. Let's go. Dieser Kontrast. Der Kontrast zum letzten Run. Aber keine Sorge, Chat. Ich werde mich noch mit den Bomben selbst umbringen.
Was hat nochmal der Pinsel gemacht, Chat? Aber wie gesagt, Isaac gibt, Isaac nimmt, ne? War das nicht was mit Bomben? Also theoretisch, also jetzt habe ich viele Herzen, Leute. Jetzt können wir vielleicht auf Devil Deal. Nee, ich will ja vielleicht Mega-Satan machen. Lass Angel Deal machen. Lass Angel Deal machen. Isaac Gott nimmt, Isaac Gott gibt. Hm. Was für iPhone-Pills? Welcher Pinsel? Ja, der unten links in der Ecke bei mir. Das Trinket. Was hat das nochmal gemacht? Welchen Boss strebst du überhaupt an? Lamp. Lamp und Megasatan. Das ist ein Streichholz. Ist das nicht so ein typischer Malerpinsel? Streichholz? Streichholz ist doch oben rot und nicht unten rot. Der macht sogar Bomben stärker, dieses Trinket. Ach, das heißt sogar Matchstick. Oh. Ja gut. Ihr habt gewonnen. Geile Sense. Ist ein Damage-Up, ne? Let's go, Chat. Das wird ein katastrophaler Run. Das wird ein katastrophaler Run. Aber Damage Up ist Damage Up. Nee, ist nicht over. Ist nicht over. Was ist jetzt die Hitbox von mir? Der Körper oder der Kopf oder beides? War da nicht irgendwie was? Nein, 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 nicht Automat. Oh, Junge, Junge, Junge. Lucky Penny. Körper, okay. Das heißt, den Kopf kann ich ja benutzen als Verteidigung. Ja, ist wie so ein Orbital. Wie so ein Bandage Boy. Geiler Run, Leute, jetzt geht's hier richtig ab. Ui, ui, ui. Oh, das spuckt. Hat mich angespuckt. Noch mehr Bomben, stark. Aber gut, durch das Trinket bekomme ich ja jetzt auch mehr Bomben, ne? Kommen da jetzt Fliegenbomben raus? Nee, ne? Warum schwebt er im Kopf? Ich hab ihn abgeschnitten. Oh, ich renn rein, aber mit meinem Kopf. Oh, was? Sie? Manchmal muss man seinen Kopf beiseite schieben und mal auf sein Bauchgefühl vertrauen. Yo, yo, die rasen hier einfach in Zweierreihen auf mich zu. Was war das denn? In Deutschland, wir call it dumme Scheiße. Wow, 8-Ball! Mann, ist dieser Run ein Fun! Ja, Secret-Raum vielleicht noch irgendwo mitnehmen? Hier?
Nice so. Höhere Planetarium-Chance, ja. Mars. Mars wäre schon geil, ne? Ist ein bisschen, mit Guillotine zu spielen, ist ein bisschen verwirrend wegen, ich achte immer zu sehr auf den Kopf, wo ich hinlaufen muss, ne? Aber ich muss halt ja auf den unteren Körper achten. Hier war nur Kaka drin. Kaka nehmen wir nicht mit. Mit dem Bild des Mars quasi OP. Dann kann ich meine Bomben immer reinrasen, Alter. Das wäre voll geil. Deshalb ist das Trash. Hallo, das ist ein Damage-Up. Damage-Up ist nicht Trash. Okay? Wie funktioniert das Spacebar mit Epic Fetus, mit Dr. Fetus? Kann ich dann die Bomben kontrolliert explodieren? Nee, warte, das... War das nicht irgendwie so, dass... Nee, das war, dass meine Bomben zu Tränen explodieren, oder? Ich nehme die Taschenlampe einfach. Ist ein gutes defensives Item. Kann ab und zu mal den Arsch retten. Ich mag Arsch retten. Nehmen wir mit. Ja, es ist halt so ein typisches Item, was ich nie mitnehme. Deshalb habe ich keine Ahnung, was es macht. Also dieses Bomben-Ding da. Der blaue Detonator. Imagine den Scheiß mitnehmen. Schwarze Herzen? Das Fohlen. Jau! ja, wir können theoretisch einmal in den Zaki-Zaki-Raum rein und rausporten. Halbes Herz. Opfern. Vielleicht ist da was Cooles drin. Taschenlampe immer stark, ja. Damit sieht man auch was im Dunkeln. Perfekt, ich kann nichts mitnehmen, ne? Weil ich will ja... Joker... Wäre doch Angel Deal, oder? Joker. Ja. Wie funktioniert das Schwert mit Dr. Fetus? Weil die Flasche ist geil. Aber wie funktioniert das Schwert mit Dr. Fetus? Das will ich jetzt herausfinden. Ich lass mich überraschen. Okay, mein Dr. Fetus ist weg. Es gibt keine Kombination. Schade. Ich dachte irgendwie eine coole Synergy oder so, dass ich irgendwie, wenn ich das Schwert schieße oder so, dass das explodiert oder so. Schade, aber cool. Das war eine kleine, kurze Erfahrung mit Dr. Fetus. Ach, mit Ipeka geht das. Aber mit Dr. Fetus nicht. Wir haben jetzt auch währenddessen ein paar Bomben gesammelt. Aber hey, das ist ein Run, wo ich zum ersten Mal hier auf der PlayStation Dr. Fetus finde und zum ersten Mal hier auf der PlayStation das Schwert finde. Schwert löscht so gut wie alle Kombinationen. Gibt's eine Brimstone mit Schwertkombination? Der Ausgleich für vorhin, ja. Nö, glaub nicht. Schade.
Wäre ein cooles Item, ja, aber schade, dass es dann so wenige Synergies gibt mit dem Schwert. Sehr Setchmo. Bupa, 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 brrr, bupa, 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 bupa. Aber Lamp und MS werden halt ein bisschen Pain. Nee, Lamp denke ich mal nicht, aber ja, Mega Satan könnte damit ein bisschen. Bisschen Schmerz im Arsch sein. Das stimmt wohl. Außer ich krieg noch irgendwie eine coole Kombination. Deswegen nimmt man Schwert nur am Anfang des Runs. Wie meinst du? Wieso nicht später? Oh nein, meine Batterie. Vor allem Schwert Schwert mit Taschenlampe ist eigentlich eine ganz, ganz geile Kombi. Ne? Nice, danke. Junge, bitte. Wie schnell geht das? Okay, ich kann auch schneller machen, ne? Weil sonst die derzeitigen Items-Kombis überschrieben werden. Ja, aber... Oh, Socken. Nice. Aber ob du am Anfang Bock hast aufs Schwert oder am Ende Bock aufs Schwert, ist ja an sich egal, oder? Geiles Item, Mann. Oh, geiles Item. Digaboom. Boah, das mit Epic Dr. Fetus Chat. Das wäre funny, oder? Das wäre funny. Das wäre funny. Scheiß Schwert. Hat uns den Run versaut. Da hätte ich LOL gesagt. Naja, wenn ich einen Brimstone haben will, ich kein Schwert haben. Wieso nicht? Schwert mega gut. Scheiß auf Brimstone. Bist du ein Satanist oder was, hä? Was macht der Schlüssel nochmal, der Schlüsselchat nochmal? Korrekt. Erwischt. Kannst du das mit Brimstone machen? Durch die Wände? Items sammeln? Ich denke nicht. So, da holen wir uns unseren zweiten Schlüssel. Tiers ab bringt dann beim Schwert ja gar nichts, ne? Oh. Ich renn rein. Solider Run. Ich werde belohnt. Letzten Run nur Schmerzen gehabt. Aber ja, die Kombination funktioniert, wie es aussieht. Kann ich auch halten? Nee. Ja, anstelle von meinen Schwertern fliegt jetzt dieses Brimstone-Ding. Hauptsache bei dir läuft. Bei mir läuft sehr gut gerade. Mega Satan macht mir noch ein bisschen Angst, die Angst. Okay, hier. Magic Mushroom.
Ich habe schon eigentlich ein ziemlich geiles Bild. Aber es wäre schon interessant, was kommt, wenn ich einfach alles rerolle, oder? Wäre doch eigentlich ganz lustig. Wir lieben doch Gamba Chat. Und Mega Satan mit Schwert könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, Leute. Ich habe einen Glückskeks. Minus 3,1 Damage, Chat. Minus 3 Damage. Glückskeks. You look fat. You should exercise more. Arschloch. Ich habe einen Laser. Der Run ist tot. Nee. Hier ist gar nichts tot. Nur Trash. Du nennst es Trash, ich nenne es eine göttliche Intervention. Das ist ein Shielded Laser. Ja. Hatten wir im Shop noch irgendwas Interessantes gehabt? Glückskipp gibt blaue Herzen. Ui. Nehmen wir geile Karten mit? Ich habe keinen Virgo mehr, ne? Das heißt, das kann jetzt eine Scheißpille sein. Was ist der zweite Effekt von The Sun? Jetzt, wo ich dieses Tarot-Kartenverbesserungsding habe? Diesen gigantösen Damage. Seht ihr das? Scheiße, die I'm Excited Pille wird mir alles versauen, ne? Damit machst du Mega Satan in 30 Minuten. Deckt Karte auf und heilt dich voll. Ja, das ist der normale Effekt. Das weiß ich. Aber was ist der Zusatzeffekt? Nee, ich krieg kein blaues Herz durch den Keks. Wahrscheinlich nur zufällig, ne? Macht ein Damage, mehr Damage, okay. Guck, jetzt haben wir mit Lebensleiste. Geht doch voll klar, der Damage. Ja, ey, voll stark. Schubterwusch. 50% Chance. Ja, Schubterwusch ist schon nice, aber 50% auf ein blaues Herz? Alle zwei Räume, Leute? Ist an sich schon gar nicht so bad, ne? Sun hat keinen extra Effekt. Nice, 50%. Jo, wer bist du denn? Wealth of Purity. Brauchen wir nicht. Wir haben den Fisch. Dieser gigantröse Damage, Alter. Holy shit, bin ich stark. Der gibt manchmal Soul Hearts bei Coins. Aber der Fisch gibt manchmal Fliegen, die dann kaum Schaden machen, weil ich nur 3 Damage mache.
Boah, dieser krasse Damage. Boah, mit Schwert müsste ich jetzt die ganze Zeit zu den Gegnern hinlaufen. Das wäre ja voll langweilig. Komm, flieg rein. Schade. Nice. Leider kein Little Small Rock. (lacht) 17% auf ein halbes Soul hat pro Münze. Oh. Schmeckt. Brauchen wir noch irgendwie eine geile Kombination mit dem Laser, die wir gleich noch im Devil Deal oder so bekommen. Dann geht's richtig ab. Die Luzi geht dann ab. Hermit? Was macht Hermit? Hermit hat keine zweite Funktion, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich hab gehofft, vielleicht spawn ich Geld oder so. Schildet Laser wird Mega-Satan zerstören. Ja, der Kampf wird 30 Minuten gehen, aber es wird den zerstören. Und The Sun bringt mir dann ja eigentlich mit Blue Baby auch gar nichts, ne? Weil ich heile mich damit ja nicht voll. Mein Karte aufdecken ist ganz nett. Aber der Heal-Effekt von Sun ist ja eigentlich das so das Geilste, ne? Nee, ich habe noch kein Godhead freigeschaltet. Ich habe noch nicht mal Lost freigeschaltet. Weil ich dieses dumme Scheiß-Item nicht bekomme. Ja, Schaden im Raum ist mir scheißegal. Ist okay, so ganz nett, aber eigentlich ist ja das, was du... Das, was bei Sun das Geile ist, ja die Heilung. Schaden ist ganz nett, Karte aufdecken ist natürlich auch ganz nett, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ist das eine geile Karte, die behalten wir bis zum Bosskampf oder so. Bis zum Mega-Satan. So wie sie normalerweise halt ist, ne? Ja, ich habe auch damals Lost noch mit dem alten Weg geholt. Ich habe auch damals Lost auch auf dem normalen Weg auf 100% gespielt. Also sprich ohne Holy Mantle. Das waren Zeiten. Alles gut. Ich wollte das lesen. Bread. 2015 war die Welt noch in Ordnung. Danke, dass du Problem-Gatekeepst, Isaac. Ja, das bringt jetzt meinen Laser nicht unbedingt in eine Range, die ich haben möchte, aber hey. Ist ein nettes Item. Der schießt jetzt so ein paar coole Tränen. Der ist ein Süßer. When life gives you lemon, roll. Da ist das rote Ding. Holy shit, Leute. Hätte ich Dr. Fetus behalten, ne? Wir hätten jetzt Megabomben gehabt. Mit gezielten Explosionen. Aber ja, die 5 Bomben sollte ich mitnehmen, das stimmt.
Ja, ist schon klar, dass ich das Dr. Fides nicht mehr habe. Aber es geht ja gerade darum, hätte ich es noch behalten. Dann hätte ich jetzt Megabomben gehabt. Und gezielte Explosion. Exoperosion! Ja, ich weiß, das Trinket ist für Begleiter ganz cool, aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Weil der kleine Engel ist an sich ganz stark. Aber die größte Herausforderung in einem Run wird ja wahrscheinlich Megasatan sein. Und bei Megasatan werde ich die ganze Zeit eh am Arsch der Welt stehen. Wie weit schießt er denn? Und dann werden die Tränen von dem Ini ankommen. Aber ist halt für normale Gegner eigentlich schon ganz gut, ne? Und ich habe ja Keks eigentlich. Mit Keks bekomme ich ja blaue Herzen schon. Ja, komm, wir nehmen das mit. Ja, Sekret hat gar keine Ahnung. Technology ist ein Banger-Item. Technology! Technology! Das wird noch ein richtig geiler Run, Leute. Das wird ein richtig geiler Run. Der wird gleich so fett fetzen. Fetzen. Keks. Böff. Ich steck mal die Karte auf. Okay, gut, hätte ich auch in einem Raum machen können, damit ich alle Gegner töte, aber naja. Damage up. Ja, seht ihr, was hier passiert? Seht ihr, was passiert? Das ist Magie. Das ist Isaac-Magie. Autsch. Arschloch. Run ist so krass, denn Elgato ging gerade eben kurz flöten. Ah, Hals juckt. Ah, Finger juckt. Ah, mein Gesicht juckt. Ich muss Gesicht kratzen. Gib mir meine blauen Herzen, die ich verdiene. Du hast doch sehr viele Herzen. Ja, aber ich will, dass es voll ist. Alles unter voll macht mich nicht glücklich. Geiler Wurm. Aber tote Würmer gefallen mir besser. Da, so voll. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Dry Baby rauskommt? Könnt ihr den Mann, der will tote Würmer sehen? Mhm. Hier kommt jetzt schon Mutti, ne? Kommt jetzt schon Mutti.
Wo könnte der Super Secret Raum sein? Hier? Senja. Haben wir im Shop irgendwie? Ne, im Shop war nur ein Bosskampf. Er könnte vielleicht da drin sein. Geiles Item. Boah, geiles Item, Chat. Boah. Jetzt geht's ab. Chat, jetzt geht's ab. Schade. 0,25% actually. Ich hätte gedacht, es wäre locker 1%. War ja noch hier. Oh nein, ich habe noch eine Bombe gelegt. Oh, stark! Dafür habe ich jetzt irgendwie 10 Bomben geopfert. Geil! Also ich kann gerne ein paar Knochendingens sprengen, damit ihr glücklich seid. Hier. Kein Dry Baby. Kein Dry Baby. Kein Dry Baby. Schade. Isaac! Ich bin die Mama! Das war Fake Sacred Heart, ne? Das ist Little Sacred Heart. Ansonsten würde ich eigentlich das hier nehmen. Ventilator brauchen wir nicht. Weil, du Schilde Tiers. Das Fake Heart macht, glaube ich, dass sich so Tränen um mich herumfliegen, oder? Funktioniert das Prisma überhaupt mit Laser? Ist das nicht. Das Prisma ist doch auch ein Damage-Up, oder nicht? Spawns an orbital familiar with a large orbital radius. Tears that pass through the prism split into 4 multicolored tears. Es gibt aber kein Damage Up. Und das Herz gibt einen roten Heart-Container, heilt mich komplett, gibt mir einen 1,2 Damage-Multiplier. Und ja, dann kriege ich Orbital zu mich herum. Vor allem ist das ein Damage-Multiplier. Und Damage Multiplier, Mann, ich würde halt gerne sehen, wie das aussieht mit den Laser eigentlich. Ne, nicht 2.1, 1.2, 1,2. Ich will sehen, wie meine Laser sich aufsplitten. Das ist eigentlich geil. Dann würde ich auch besser treffen, aber ja, das ist kein Flat Damage, das ist halt ein Multiplier. Und Multiplier sind eigentlich immer ganz geil, ne? Multiplier ist eigentlich immer ganz geil.
Oh, und ich werde sogar Seraphim. Okay, let's go. Ich glaube, das war die richtige Wahl. Ja, beides wäre eine gute Wahl, denke ich. Beides wäre eine nette Wahl. Bombs Aki, schade. Das war's mit meinen geilen gesammelten Bomben. Aber Fliegen und Tiers, die dich umkreisen plus Damage up, ist schon sehr nice. Würde das andere nicht zu Seraphim zählen? Wow. Als ob der so viel Range hatte. Ich habe nichts gesehen, weil da so ein riesiger Text aufgeploppt ist. Schade. Wieso benutze ich auch einen Keks in einem vollen Raum, ne? Stupid. Stupid! Was ist das Ziel? Lamp und Mega-Satan. Nee. Prism ist nicht Seraphim, okay. Speed down. Ja, kann ich verkraften. Ach so, geht das gar nicht auf? Schade. Ich dachte, das geht auch so auf. Lucky Penny. Hm. Hilf, ich habe zu viel Mondkuchen gebacken. Wohin damit? Gib her. Wir treffen uns alle bei dir. Poste deine Adresse in den Chat. Bitte tu es nicht. Das war ein Joke. Alles in meinem Bauch hier. Der Laser ist doch mega geil, was habt ihr? Viel entspannterer Run als mit dem Messer, mit dem Schwert. Müsste ich die ganze Zeit so spammen, die sind Vollidiot. Gib mir doch meine blauen Herzen! HP ab, stark. Da habe ich mein blaues Herz bekommen. Kämpfen wie Link, der Idiot, halt wirklich. Ja, Schwert ist halt stark, aber spielerisch ist halt Schwert immer so ein bisschen nervig, weil du halt die ganze Zeit so spammen musst. Ich meine, du kannst halt mit Aufladen auch spielen, aber ja. Ich denke mal, mit Schwert wäre ich auf jeden Fall auch stärker jetzt ab dem Zeitpunkt, ne? Boah, vor allem, wie wäre es mit Schwert und mit dem Prism? Na, wahrscheinlich funktioniert das Prism dann nur bei den Tränen, die fliegen, ne? Da war was. Ey, mein Keks verarscht mich, Leute! 50%! Ich glaube, das sind keine 50%. Ich glaube, das sind 2. Da kommt nichts mehr raus aus dem Keks. Endlich! Wann Legend of Zelda mit Lasergewehr? Ach so. Kommt im nächsten. Im nächsten Zelda. Das wird im Space sein. Was wird geschaut, wenn keine Rosinenfolgen mehr da sind? Das wird nicht passieren. Ah, wieder keiner.
Würde mich stinken, wenn ich du wäre. Wieso? Ist doch ein guter Run. Ist auch nicht 50%. Also wurde ich belogen und betrogen. Willst du das damit sagen? Wow, zwei Maschinen. Ja? Okay, wem bannen wir? Dann ah nee, das ist nur Missing Page. Sind 15%. Da war ja der Penny, den ich hatte, ja viel geiler. Fünfzig. Alles das Gleiche, ne? Dann schauen wir den Abklatsch in Amerika. Ja, den Abklatsch. Ah, es sind so viele Folgen, Frank Rosin. Bis wir damit fertig sind, streame ich gar nicht mehr. Noch mehr Geld. 15 Soul hat 69% Spruch, 12% Karte und 3. Da können Trinkets rauskommen. Am Ende des Tages sind es auch nur Zahlen auf Papier. Ah. Noch mehr Geld. Wohin mit dem ganzen Geld? So fühlt sich Jeff Bezos, wie ich mich gerade fühle in Isaac. Rangelaufen! Pokchim! Oh. 48% Angel Deal! Let's go! Verlockend. Ja, aber wir machen ja Mega-Satan, Leute. Bei Mega-Satan ist 50% Chance, dass wir Delirium kommen. Vor allem mit ihm habe ich auch schon Hasch gemacht, ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht die Ausrede droppen von wegen, ja, ich muss eh noch mit dem Hasch machen, dann können wir auch noch zu Delirium gehen, ne? Aber 50% sind 15. Nee, da sind schon die 50% echt. Also bei Mega-Satan besteht 50% Chance, Leute, dass da ein Portal kommt. Das ist schon sehr hoch eigentlich. Also wir können 3 Achievements halt holen, ne? Lamp, Mega-Satan und dann noch Delirium. Aber wenn ich halt bei Mega Satan kein Portal kommt, dann tut es doppelt und dreifach weh, ne? Keggy, du Kiffer, machst also dein eigenes Hasch mit Blue Baby Damn, ja. Ich pflanze bei mir ab 1. April Blue Babies an. Und dann heißt es ja, wenn ich keinen bekomme, das heißt, ich muss dann mit Blue Baby Runs grinden und hoffen, dass ein Portal kommt oder dass ich zu Hasch laufe. Ein zweites Mal. Fühlst du dich denn stark genug für Deli? Ich bin OP, Digga.
Aber 2 versus 1 Achievement. Hier geht es ja nicht gerade nur um Achievements. Hier geht es gerade um die Zukunft, die danach ich mir öffne. Wenn ich keinen Mega-Satan-Harsch bekomme, dann habe ich ja trotzdem 2 Achievements. Aber das heißt, ich muss dann mit Blue Baby grinden und hoffen, dass ein Portal kommt. Wenn ich Pech habe, mache ich dann 4 Runs mit Blue Baby und bekomme nie wieder ein Portal. Wenn ich jetzt ein Portal nehme, bin ich definitiv bei Delirium und danach muss ich nur noch einen Run machen und krieg ja 100%ig Delirium, Lamp und Mega-Satan. Aber ich bin eher so der Gamba-Boy, ne? Ich bin immer auf Gamba geil, deshalb. Nee, hier werden keine Votes gemacht, das ist mein Run. Der gehört mir. Mir. Ich mag Glücksspiel, also hoffe ich, dass wir ein Portal bekommen. Und dann kriegen wir 3 Achievements in einem Run. Und das wäre geil. Ich hasse sichere Routen zu gehen. Ich finde es geil, immer riskant zu spielen, also spielen wir riskant. Let's go. Und deshalb bin ich so scheiße in Isaac. Demnächst Slots auf Hitbox, vor allem Hitbox einfach. Warte, ich benutze mal die Sun Card gleich. Das Sun macht gar keinen Damage. Oder weil sie alle mit den Köpfen wahrscheinlich unten waren, ne? Scheiße. Ja, war ein geiler Raum für eine Sun-Karte, das stimmt. ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach benutzt. Yo, dickes Auge. Wo ist er? Bombe. Gedodged wie ein göttliches Wesen der Übernatur. Funktioniert Tiny Planet mit Technology? Ja, ich glaube schon. Dann fliegt halt um dich halt so ein Laser. Wie beim Brimstone. Dann hast du die ganze Zeit so ein um dich herum. Nicht zu viele Schlüssel? Nee, Schlüssel brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich gehe ja nicht in die Chest. Hallo, ihr Isaacs. Hallo, du Stift. Damage, Alter. Schmeckt lecker. Neue Pandoras Box. Gibt's noch eine Ebene, Chat, wo es sich lohnen würde, die aufzumachen? Ich glaube sogar hier in Dark Room, ne? Ist sogar, glaube ich, eine gute Ebene. Oder, Chat? Weil Sheol war richtig scheiße. Und ich glaube, hier kam noch was. Ja. Okay. Solid. Jetzt auf Incubus prayen. Ja, aber ich muss doch jetzt 15 Damage bekommen, damit ein Begleiter spawnt. Und ich denke nicht, dass ich jetzt noch 15 Damage bekommen werde. Also, ich hoffe jedenfalls.
Ich hoffe, dass ich keine 15 Damage noch bekomme. Ja, jetzt sind es nur noch 14. Yashukukuma ika usha ekuk. Ich denke mal, Strength behalte ich dann für Megasatan oder so. Oder für Delirium. Jo, das war knapp. Jo, reingerannt. Jo, reingerannt. Nee, bei mir ist jede Hilfe zu spät. Sorry. Nicht schlecht. Also dreimal treffen lassen. Ist not bad, ne? Ja, viermal treffen. Ist nicht schlecht. Not bad. Aber ist ja okay. Ich will ja gerne... Oh, scheiße. Hier wollte ich gleich rein. Ich will ja unbedingt das, den Inkubus bekommen, ne? Noch 4 Hits! 10 Hits! Hey. Schade. Ich könnte vielleicht noch alle Ebenen machen und hoffen, dass er vielleicht noch ein Schlüssel kommt. Und gleichzeitig lade ich den Keks noch ein bisschen auf, krieg vielleicht noch ein paar. Okay, geiler Raum. Stefans Raum einfach. Könnte vielleicht noch ein paar Schlüssel bekommen für den Keybagger. Könnte vielleicht noch ein paar Aufladungen für Keks bekommen, für Herzen. Oder ich könnte die ganze Zeit aufs Maul bekommen. Stefan, ja, die heißen doch Steven, die Gegner. Ein Schlüssel? Double Active. Okay, behalten wir. Kurz, gleich. Aber du bekommst doch nächste Ebene Kisten. Warte doch lieber drauf mit den Schlüsseln. Da brauche ich keine Schlüssel. Ich gehe doch nicht in die Chest. Empress macht mehr Damage. Ja, Strength auf. Strength auf. Auch. Ein blaues Herz. Hi. Ja, Strength ist ja quasi einfach der Magic Mushroom Effekt. Ich krieg dann irgendwie ein Herz und Damage. Und das ist ja eigentlich ganz nice. Oben ist noch was. Oh, hier ist noch ein halbes Herz. Halber Hahn! Ja, Size-Up ist dann vielleicht nicht so geil, aber... Muss man mitleben, wa? Müssen wir wohl mitleben, wa? So ist das, wa? Machen wir schon, wa? Das wird schon, Jungs. Das wird schon, ne? Ey. Ey, direkt wieder verloren. Gefunden, wie gefunden, so zerronnen oder so, Digga. Oder wie man das auch immer sagt. Wie gewonnen, so zerronnen, ja, oder so halt. Ich hol dir nochmal meine Strength Card. Inkubus kommt, ja. Was ist mit dir?
Ich habe genug aus dir rausgeholt. Ja, Super Secret Raum noch vielleicht? Junge, der Run dauert so ewig, ne? Ich bin so ein langsamer Isaac-Spieler. So schlecht. Wow! Da haben wir noch ein Herz. Okay, let's go, nach unten. So, was haben wir hier für Devil Deal Items? Gibt es irgendwas, was geil wäre? Brimstone, ne? Chat, das ist doch stark, ne? Weil ich habe ja keine roten Herzen. Das ist doch stark, oder links? Die Krone bringt mir gar nichts, ne? Weil die Krone funktioniert ja nur, wenn ich leere Container habe. Das heißt, das funktioniert ja bei dem Charakter nicht, ne? Genau. Ja, wir nehmen das auf jeden Fall mit. Und der Rest ist, glaube ich, egal. So, 1,7 mehr Damage. Stark. Krone bringt nur, wenn du ein rotes Herz hast. Ja, irgendwie sowas, ne? Der Contract, war der geil? Der war doch nicht geil, oder? Doubles the number of most room clear awards, but reduces the overall chance of getting one. Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Vielleicht für Delirium-Ebene oder so wäre das vielleicht interessant. Weil da werden wir recht viele Räume machen, I guess. Aber jetzt nur für diese Ebene ist es, glaube ich, eher irrelevant. Da behalte ich lieber mein Leben mit der Hoffnung, dass ich am Ende vielleicht noch was übrig habe. Yo, let's go, wir rennen rein. Keksi, bitte, gib mir doch was. Yo, okay. Ja, ich sollte das definitiv nicht mitnehmen, den Contract. Ja! Ja! Alles für Inkubus, Leute. Alles für Inkubus. Das Ding gibt mir keine blauen Herzen. Bitte gib mir doch mal blaue Herzen. Wie riesig diese Medizinbälle um mich herum sind, ne? Keks! Dieser dumme Scheißkeks. Wenn du Inkubus hast, dann hast du doch ein halbes Herz und ein Revive. Kann aus, du meinst, aber ich will das Minion haben, was meine Tränen mimikt. Hallo? Die Sau slowt mich einfach. Ist da noch einer? Der ist noch einer. Alles für Inkubus, Leute.
kein blaues Herz. Ich hatte alles. Geile Bohne. Schafft das, okay? Ihr müsst glauben. Believed. Ich schaff das. Ich schaff das wirklich. Blaues Herz! Trash Game. Trash Game. Ja, Leute, nehmen wir wenigstens ein Achievement mit, ne? Bevor alles endet. So, kein Portal. Blaues Kazooie. Ja, wenigstens ein Achievement. Jetzt die Frage, machen wir noch Räume und ich hoffe auf Keksdrop? Ich glaube nicht, ne? Aber bisher habe ich in den Räumen viel zu viel Schaden bekommen. Kein Keks. Kein Keks, Leute. Scheiß auf Keks, ne? Ja, würde ich auch sagen. Let's go. Puh. Das klappt schon. Okay, das ist sehr groß. Ich habe nicht erwartet, dass das so groß sein wird. Aber 6 Damage mehr. Irgendwie funktioniert mein Shielded Laser nicht, aber okay, jedenfalls, der funktioniert auf jeden Fall nicht, oh, nicht so stark wie erwartet. Geiles Geräusch. Da war eine Bombe. Da waren Tränen. Da ist noch eine Bombe. Holy shit.
Der kann jetzt keinen Laser mehr schießen, ne? Tier, es reagiert nicht so schnell. Mein Laser ist leider nicht dick genug für die Schildetiers, um alles zu blocken. Ja, schade. 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 Yo, Miss Snoop! Du Legende! Vielen, vielen Dank für den Support, Mann. Dankeschön für die 10 Subs. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich hab Dark Boom bekommen. Ja, der eine Raum war echt schrecklich. Wo ganz viele Bomben kamen und diese 7 Sünden kamen da. Balls of Steel. Okay. Man hätte der Keks ein bisschen mehr gegönnt, ne? Sehr schade, dass der Keks so wenig gegönnt hat. Aber Dark Boom gönnt ein bisschen. Ja, die Frage ist, gehe ich jetzt in die anderen Räume? Jetzt habe ich aber auch keine Strength-Card mehr. Junge, der gönnt richtig, Leute. Ja, ich könnte halt jetzt noch die anderen Räume gehen. Aber da werde ich halt wieder Damage bekommen, ne? Man kann die Räume hier nicht freisprengen, scheiße. Wieso stirbt er nicht? Ghost Pepper. Oh, das hat sich ja gelohnt. Boah, ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll, Leute. Ob ich weiter durchsuchen soll, die Räume. Ich meine, der Raum hat sich jetzt... Ich habe Damage bekommen, aber Ghost Pepper könnte ganz nice sein. Aber es kommt gerade echt wenig von dem Feuer. Hier Short und Tears ab. Ist stark. Herz, leider eine Karte. Wheel of Fortune. Oh, nee, gar nicht, da du. Soul Hearts raus! Vielleicht noch irgendwie eine geile Karte? Den Damage ab? Ey, da kommt irgendwie so gar nichts raus! Kommt gar nichts raus! Da
kommt gar nichts raus. Nee, Wooden Cross ist nicht worth, glaube ich. Es hat nur einen Hit, den ich mehr kassieren kann, aber dann würde ich mein starkes Minion ja super schwach machen. Ist der Uhrzeiger geil, Chat? Oh ne. Mein Begleiter, der Engel ist doch voll stark. Macht fast gar nichts. Ja, für die Räume nehmen wir gleich auf jeden Fall das Cross mit. High Priests. Ja, ich dachte, Mega-Satan geht super easy, weil ich ja Schilde Tiers habe. Aber ja, dieser Laser, weil dieser Laser die ganze Zeit so hin und her in alle Richtungen springt, trifft er halt nicht unbedingt das, was mich gerade auf mich zukommt. Ja, okay. Keks gönnt immer noch nicht. Okay, letzte Keksgönnung. Letzte Keksgönnung. Lovers. Schade. Oh, noch eins. Okay, noch was bekommen. Shuri, danke schön für 6 Monate. Bekommt man hier etwa guten Content für sein Geld? Dann nimm es natürlich. Den besten. Alter, ein geiler Würfel. Kann ich damit irgendwas hier rerollen? Ja, der Raum rerollt. Oh. Scheiße. Oh, Junge. Ja, Keks, das bringt mir leider nichts, ne? Ja, ich weiß nicht, Leute. Wooden Cross. Natürlich halt ein Damage mehr, ne? Dass ich tanken kann. Moment, ich habe da noch einen großen Raum. Ich weiß halt nicht, wie worth mein Angel Baby ist. Wenn er halt doppelt so schnell angreift. Ist halt für die Gegner, die spawnen, halt sehr gut. Der Wooden Cross ist halt nach 5 Sekunden wahrscheinlich schon irrelevant. Ja, cooler Raum. Sicker Raum. Ach, das Kreuz ist nur für einmal die Ebene, ne? Oh, ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass das für jeden Raum war. Aber das ergibt ja gar keinen Sinn, dann wäre es ja einfach Holy Mantle. Dann wäre es ja einfach Holy Mantle. Ja. Dann hat sich das ja erledigt. Ja, eine coole Karte habe ich nur nicht wirklich bekommen, leider. Münzen kriegen wir auch nicht mehr. Ich könnte halt noch mit den 12 Bomben versuchen, einen Super Secret Room zu finden. Und hoffen, dass da dann noch etwas drin ist.
Hier vielleicht? Hier oder hier? Was? Okay, cool. LOL! Noch mehr Laser! Lack ab für mein Feuerchen. Wir können was rerollen. Was sagt ihr, Chat? Devil Deal Items rerollen oder irgendeine Kiste rerollen? Bei Devil Deal könnte was richtig Krasses halt kommen. Es sind halt drei noch, ne? Wie funktioniert das hier mit dem Laser? Bleibt mein Laser gerade? Dadurch? Bringt nichts, weil mein Laser springt ja die ganze Zeit hin und her so. Zwischendurch. Und wenn ich stehen bleibe, bleibt der Laser gerade. Nur wenn ich mich bewege, bewegt er sich so komisch hin und her. Ja, die Items sind leider alle kacke. Mir geht's nicht um Tiercap. Mir geht's darum, dass meine Tränen sind ja auch schildet. Tears. Zeug. Und die können ja theoretisch die Tränen von Satan kaputt machen. Und ich hatte gerade vorhin das Problem gehabt, dass mein Laser die ganze Zeit so hin und her gewackelt ist und ich teilweise die Tränen von einem Gegner nicht getroffen habe. Aber das lag daran, weil ich mich bewegt habe. Naja, wird sich nicht ändern. Ich muss einfach stehen bleiben. Ob die kreisenden Tiers dann gebündelt werden? Tractor Beam geht übers Tiercap hinaus. Oben links ist nicht worth. Was soll ich damit? Hey, Marie, was geht ab? Einfach testen. Ja, ich kann nicht einfach testen. Ich muss gegen Megasatan kämpfen. Ich habe gerade voll reingeschissen. Mit dem Beam könntest du deinen Schild Tiersring zerstören. Du musst null Bomben besser diesmal aussehen. Komm, ich will's testen. Ich habe plus 1 Tiers bekommen. Tatsächlich, der Laser macht nicht mehr den hier. Er bleibt gerade, egal wie ich mich bewege. Und ich kriege sogar noch ein Tiers dazu. Und meine Hollow-Tränen bleiben Hollow. Halo. Wieso mache ich das? Wieso tank ich den Damage einfach? Sehe ich das richtig? Wir haben 19 Uhr und das ist mal erstmal ein zweiter Run. Ich bin so garbage in dem Game, ne?
Ja, viel besser diesmal. Das Riesigwerden beim letzten Mal hat mich auch, glaube ich, um einiges runtergezogen. Jetzt mit dem Feuer und mit dem geraden Laser ist ja einfach komplett Zerstörung. Noch näher ran. Noch näher ran! Komm schon. Delirium.